Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurde sich gewünscht, dass ich ein bisschen Bücher-Content mache und das habe ich heute vor. Aber bevor ich euch was über meine Lieblingsbücher erzähle, werden wir noch zusammen backen. Und zwar möchte ich Semla backen. Ich zeige euch einmal ein Bild, falls ihr die nicht kennt. Ist so ein schwedisches Gebäck, was die traditionell in der Fastenzeit, aber bis Ostern hin, essen. Und deshalb dachte ich, passt das voll gut, weil ich will sowieso mal gerne wissen, wie die schmecken. Da ich nicht in Schweden bin, mache ich das einfach selber. Mir ist schon aufgefallen, ich habe keine Spritzhülle so für die Sahne, aber das kriegen wir hin. Und als allererstes werde ich damit beginnen, die Butter zu schmelzen. Wir brauchen 80 Gramm Butter für den Teig. Ich bin heute Abend auf der Abschiedsparty von meinen Uni-Freunden. Ich werde da einfach mal mitbringen, glaube ich. Und ich habe meiner Mutter schon gesagt, dass ich morgen welche mitbringe. Also passt es schon. Ich werde die nicht alle alleine essen müssen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch das Videoformat gefällt, weil das interessiert mich voll. Irgendwie weiß ich immer nicht, was euch gefällt. Oder gebt dem einfach einen Daumen hoch, dann merke ich das ja. Das wäre super. Ich hätte voll gern gerade eine zweite Kamera, weil dann könnte ich euch hier auch noch ein bisschen so behind the scenes mitnehmen. Weiter geht's. 450 Gramm Mehl. Das soll man jetzt sieben. Ich habe kein Sieb. Doch, habe ich. Egal. Und die Trockenhefe soll da rein. Die Milch soll lauwarm sein, aber sie soll ja mit der Butter vermischt werden. Deshalb packe ich da jetzt einfach die Butter rein und dann reicht das an Wärme. Zucker. Mal gucken, wie viel. 50 Gramm. Ich mache weniger. Ich mache 20. Dann ein Ei. Wenn man Eier so aneinander aufschlägt, dann fällt niemals Schale ins Ei. Ich mache das inzwischen seit 2 Jahren, glaube ich. Und ich hatte noch nie Schale im Ei. Also im Teig. Also ich würde sagen, der Hack funktioniert. So, und Kardamom, eine Prise? Ne. Schon wenn ich das rieche, es riecht so nach Schwedenurlaub. Das ist richtig toll. Mach mir da doch noch ein bisschen Salz rein. Diesmal wirklich eine Prise. So. Und nochmal ein bisschen Öl rein. Und jetzt wird diese Mischung in meine Mehl-Hefe-Mischung gegeben. Ihr seht gar nicht, was passiert. Das sieht so viel aus. Muss ich das nochmal kneten? Das muss ich einmal nachgucken. Wenn nicht, dann esse ich das. Nö, muss ich nicht. Jetzt muss der Teig abgedeckt werden und eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen. Mein Tipp: stellt den Backofen ganz kurz auf 50 Grad. Und macht den dann direkt wieder aus, weil dann kann der Teig dann gut gehen. Der Teig ist irgendwie so semi-aufgegangen, würde ich sagen. Ich muss mal probieren. Er klebt auf jeden Fall. Lecker. Wir haben kein Backpapier. Okay, never mind, wir haben doch ein Backpapier. Nun muss ich daraus 12 gleich große Kugeln formen. Der Backofen muss vorgeheizt werden auf 220 Grad Ober-Unterhitze, weil Umluft geht bei unserem Backofen nicht. Erstmal alles ein bisschen einmehlen. Ich glaube, wahrscheinlich soll man das jetzt nicht mehr so sehr kneten, oder? Ich kann auf jeden Fall sagen, es war nicht zu viel Kardamom.
Damit schmeckt es jetzt nicht so übertrieben doll. Hier sind die fertigen Semler oder die Teigkugeln. Und die müssen jetzt 10 Minuten gehen und dann 10 Minuten backen und dann auskühlen. Die Semler sind jetzt abgekühlt. Heißt, ich kann weitermachen. Ich habe vorhin direkt 30 Gramm Butter hier reingepackt. Ich bräuchte mal das Rezept. 100 Gramm Mandeln, 80 Gramm Puderzucker, 20 Milliliter Milch. Danke Kaya für den Honig. Ich habe jetzt die Sahne und ich habe einfach Zimt und Kardamom und Vanille da reingemacht. So, mal gucken. Das schmeckt nach gar nichts. So. Mann, wir haben hier echt zu wenig Backsachen. Ich habe jetzt nichts mehr so zum Ausschaben, weil ich das vorhin schon benutzt habe. Ah, doch. Ein Glück war ich in Barcelona. Deshalb haben wir nämlich alles doppelt. Kennt ihr das, dass wenn ihr Sachen zubereitet und nicht mal unbedingt viel probiert, ihr so keine Lust mehr habt, das zu essen, wenn es fertig ist? Das habe ich gerade. Gar keinen Bock darauf. Letzter Part. Nur noch die Sahne. Upsi. Guckt mal, wie gut sehen die aus. Okay, das muss ich jetzt probieren. Ich weiß gar nicht, wie man das essen soll. Ich probiere gleich. Also, bevor ich jetzt mit meinem Video über meine Lieblingsbücher anfange, werde ich einen Semler probieren. Oh, ich habe wirklich gar keinen Hunger. Aber ich muss das jetzt probieren. Wie isst man das? Einfach so? Oder mit Messer und Gabel? Oh, ich komme noch nicht an die Mitte ran, aber das ist lecker. Also, es ist wirklich richtig lecker. Das habe ich nicht erwartet. Ich frage jetzt mal kurz die Jungs und Lina, ob ich später welche mitbringen soll. Und dann mache ich das Video. Eigentlich wollte ich mir noch eine Faxe Conny holen, aber ich habe nur noch 2 Stück und deshalb habe ich mir Lemonade genommen. Das finde ich auch sehr lecker. Also würde ich gerne auch irgendwas zu trinken, damit ihr, oder zu essen, damit ihr entspannt dem Video folgen könnt. Und schreibt gern euer Lieblingsbuch in die Kommentare oder Lieblingsbücher. Dann könnt ihr nämlich auch alle unten reingucken und bekommt vielleicht noch ein paar mehr Inspirationen. Irgendwie muss ich hier anders sitzen. So, womit fange ich an? Okay, also, ich habe jetzt hier vor allem Bücher, die ich so in den letzten 3 Jahren gelesen habe und die mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind. Ich habe es versucht auszusortieren, damit es nicht so viele sind, aber auch aus verschiedenen Genres Bücher genommen. Und also als allererstes, was ich natürlich sehr gut fand, war Harry Potter. Da habe ich jetzt hier einfach 2 Beispiele, die ich hier gerade hatte, weil, ups, eigentlich habe ich die halt... keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so gelesen? Wow, das ist ganz schön lange her. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich glaube, die meisten von euch kennen Harry Potter. Wenn nicht, habt ihr was verpasst? Als nächstes, welche Autorin ich auch richtig gut finde, ist Ursula Poznanski. Als erstes habe ich von ihr, glaube ich, was habe ich als erstes gelesen? Ich glaube, als erstes habe ich Anonym gelesen. Da geht es um ein Serienkiller, der im Darknet darüber abstimmen lässt, also alle Leute darüber abstimmen lässt, welche Person er als nächstes umbringen soll. Und man kann halt Vorschläge schicken und alle geben dann ein Like für die Person, für die sie sind, und die bringt er dann um. Und das Buch ist aus Sicht der PolizistInnen geschrieben und wie die halt versuchen, diesen Serienkiller zu stoppen.
fand ich sehr gut. Dann habe ich daraufhin Thalamus gelesen. Auch ein Buch von ihr. Da ist die Person männlich, hatte einen Motorradunfall und kommt dann in Schädel-Hirntrauma und diverse Knochenbrüche und so weiter und kommt in eine Reha-Klinik und hat einen Zimmergenossen, der im Wachkoma liegt, also eigentlich nichts machen kann. Und dann stellt die Hauptperson, Timo heißt sie, glaube ich, mit der Zeit fest, dass sein Zimmergenosse nachts aufsteht und durch die Gegend geht und der droht ihm dann noch irgendwann, dass wenn Timo irgendjemanden davon erzählt, er ihn umbringen würde und so. Und das geht da alles nicht so mit rechten Dingen zu. Und Timo kann aber nicht reden, weil sein Sprachzentrum gestört wurde und ist motorisch auch noch nicht dazu in der Lage, irgendwas aufzuschreiben. Von daher kann er sowieso niemanden davon erzählen. Und ja, dann darum geht es halt. Das Buch fand ich auch richtig gut, habe ich in ein paar Tagen durchgelesen. Und dann, das habe ich sogar hier, habe ich Kryptos von ihr gelesen. Da geht es um eine Weltendesignerin, Jana. Genau, es werden super viele verschiedene virtuelle Welten designt. Von, hier steht es irgendwie noch, Fantasyländer, Urzeitkontinente, Kontinente, längst zerstörte Städte und so weiter. Und ja, man kann dann eben in diese Welten gehen und lebt da. Und dann passiert da aber ein Unglück, ausgerechnet in ihrer Stadt, und sie versucht das da alles zu retten. Und ja, das Buch fand ich auch sehr gut. Seculum habe ich auch noch von ihr gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, worin es darum geht. Ich weiß aber, dass ich es gut fand und auch schnell durchgelesen habe. Irgendwie spielt das, oder handelt es von so einem Live-Rollenspiel. Das spielt in einem Waldstück und das soll verflucht sein. Und natürlich glaubt da erstmal niemand dran, aber dann merken die schnell, dass da doch irgendwie was dran ist und versuchen da wieder rauszukommen. Das Buch war auch sehr spannend. Bücher, die ich jetzt vor kurzem gelesen habe, die ein bisschen ähnlich sind wie Kryptos, sind Starters und der zweite Teil heißt Enders. Da geht es, in dem Buch gibt es die Starters, das sind eben junge Leute, so Teenager, und die Enders, das sind super alte Leute. Und die Generation dazwischen ist ausgestorben, denn es gab so ein Virus und es wurden halt die älteren Leute und die Kinder zuerst geimpft und ja, der Rest ist gestorben. Und dann ist es so, dass die Enders, es gibt eine Bodybank, wo die Starters deren Körper zur Verfügung stellen können für einen bestimmten Zeitraum und die Enders können den dann buchen und können dann halt in einem jungen Körper wieder alles Mögliche tun. Und die Starters machen das eben, weil sie kein Geld haben und dadurch super viel Geld bekommen. Und die Hauptperson macht das auch. Und dann geht es aber schief. Und sie kommt nicht mehr aus ihrem Körper raus. Und ja, darum handelt das Buch. Und da habe ich beide Teile gelesen. Fand ich auch beide richtig gut. Die habe ich auch beide nicht hier. Ja, kommen wir mal zu einem ganz anderen Genre. Und zwar, was für die Uni. Ich habe mal das Buch Bachelor of Time gelesen. So, da geht es um Zeitmanagement im Studium. Und das Buch fand ich auch richtig gut. Wir hatten irgendwann auch mal eine Vorlesung dazu, da hatte ich das Buch aber schon gelesen. Und dann habe ich gemerkt, dass unsere Vorlesung genau so aufgebaut ist. Das Buch ist halt so nach Semestern aufgebaut, so Ziele festlegen, Prioritäten setzen, Pläne schmieden, endlich anfangen, produktiv werden und so. Also, falls du studierst, kann ich dir das Buch ans Herz legen. Wenn du schon lange studierst, denkst du dir wahrscheinlich bei einigen Sachen so, ja, ist doch logisch. Aber ja, ich finde das Buch super, mich interessiert sowas aber auch voll. Dann ein Buch, ich glaube, das habe ich schon mal genannt, in einem Video vor einem Jahr zum Thema Ziele setzen, ist die 1%-Methode. Das ist so ein Ratgeber zum Aufbau guter Gewohnheiten bzw. zur Überwindung schlechter. Und was ich davon super doll immer noch im Kopf habe, ist dieses, wenn man jeden Tag 1% besser ist als am Tag davor, geht es exponentiell in die Höhe und steigert sich total doll. Wenn man aber jeden Tag 1% schlechter ist, dann ist es halt eine super flache Kurve. Ja, und da geht es halt super viel um die Macht der Gewohnheiten. Und das Buch fand ich sehr, sehr gut. Das liest meine Mutter gerade. Meine Schwester hat das auch schon gelesen. Und ich habe das auch schon zum Geburtstag an Freunde verschenkt und so, weil ich das so toll fand. Dann ein anderes Buch, das habe ich letztes Jahr gelesen in Barcelona.
vorletztes Jahr gelesen in Barcelona, ist Schnelles Denken, Langsames Denken. Das ist echt ein dickes Buch und ich habe auch lange dafür gebraucht, aber das fand ich auch super interessant. Da geht es so darum, wie wir Entscheidungen treffen, warum es auch mal wichtig ist zu zögern und wie man Fehlentscheidungen verhindern kann. Also fand ich ganz cool, aber muss irgendwie was für einen sein, damit man das liest, denke ich. Dazu habe ich auch ein ähnliches Buch, was ich gerade denke, was ich gerade lese, warte. Obwohl, nee, stopp. Die Bücher, die ich jetzt lese, dazu kommen wir später. Dann habe ich natürlich, was heißt natürlich, aber einige Bücher von Colleen Hoover gelesen. Als allererstes habe ich Dance With Us gelesen. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Fand ich sehr gut. Das habe ich vor einem Jahr gelesen. Und bin dann ja in Barcelona auch auf die Suche nach dem zweiten gegangen, was sich als sehr schwierig herausgestellt hat. Aber ich habe es gefunden und auch direkt gelesen. Fand ich sehr gut. Und dann bin ich Colleen Hoover verfallen und habe, was habe ich denn gelesen? Verity habe ich gelesen im Sommer, das fand ich richtig gut. Da geht es also die Hauptperson ist Autorin und soll dann das Buch von einer anderen Autorin zu Ende schreiben, weil die liegt auch im Koma und dann zieht sie in das Haus von der Autorin und ja, merkt auch, dass das ist ein bisschen Thalamus-mäßig. Ja, fand ich auch richtig gut. Sie verliebt sich dann in den Mann von der Autorin und so, ohne zu viel zu spoilern. War auch irgendwie voll das überraschende Ende. Und da gibt es noch ein extra Kapitel, also falls ihr das lest, online findet man das. Das habe ich dann auch noch gelesen. Dann habe ich November 9 von ihr gelesen und ich habe mir die irgendwo aufgeschrieben. Regretting You habe ich gelesen, November 9, All Your Perfects, ja, und It Ends With Us und It Starts With Us. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und welches Buch ich auch richtig gut von ihr fand, ist Layla. Das kann ich auch sehr empfehlen. Und dann habe ich Maybe Someday gelesen. Da geht es um einen taubstummen Jungen und ein Mädchen und wie die sich kennenlernen. Und der Typ hat aber noch eine Freundin und wie verzwickt das dann alles ist und so. Und ja, da gibt es dann noch einen zweiten und einen dritten Teil von und die habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und beide durchgelesen. Fand ich auch richtig gut. In dem zweiten, das hat mich dann überrascht, geht es um deren Mitbewohner und Mitbewohnerin. Aber war auch richtig gut. Und in dem dritten geht es dann wieder um die beiden und wie deren Geschichte weitergeht. Ja, irgendwie finde ich Liebesromane richtig toll im Moment. Dann habe ich nämlich auch letztes Jahr im Sommer All My Golden Memories gelesen. Davon lese ich gerade den zweiten Teil. da geht es um, wie heißen die? Ryan und Alice. Und Ryans Eltern gehört so ein krasses Hotel in New York. Das hat sein Urgroßvater hat es gegründet. Oder was sagt man bei Hotels? Eröffnet. Und jetzt leiten seine Eltern das halt. Und Alice wohnt in dem Hotel, seit sie klein ist, weil ihre Mutter da Köchin ist. Und wegen eines Streits haben die beiden sich dann aber 2 Jahre nicht gesehen und sehen sich jetzt wieder. Und ja, darum geht es ein bisschen. Und auch darum, das Hotel zu retten, weil es fängt damit an, dass eine in dem Hotel gestorben ist. So eine berühmte Schauspielerin. Und das gibt super schlechte Presse. Ja, darum geht es so ein bisschen. Das fand ich wirklich auch sehr gut. Und da lese ich gerade den zweiten Teil von. Dann kommen wir zu John Strelicky. Von dem habe ich auch super viele Bücher. Übrigens, das hier habe ich sogar signiert. Da habe ich angefangen mit Das Café am Rande der Welt. Das habe ich vor 4 Jahren gelesen. Und ich fand das richtig gut. Ich konnte daraus so viel mitnehmen. Ich weiß, einige mögen das irgendwie gar nicht und andere voll gerne. Ich fand das wirklich richtig gut. Habe mir voll viel daraus geschrieben und so. Und dann habe ich den, ist denn der zweite Teil? Auszeit im Café am Rande der Welt gelesen und Wiedersehen im Café am Rande der Welt und The Big Five for Life. Das fand ich auch sehr gut. Da ging es so ein bisschen darum, wenn man auf Safari ist, dann will man ja so die Big Five gesehen haben. Also Löwe, Giraffe, Zebra. Halt so die krassen Tiere. Elefant. Und noch irgendwas, denke ich. Und hier geht es halt darum, dass man sich fürs Leben auch so Ziele, also so die großen 5
setzen soll, was man in seinem Leben erreicht haben möchte, gemacht haben möchte, geschafft haben möchte, was auch immer. Und verschiedene Beispiele und so. Und dann kam, frag mich nicht wann, letztes oder vorletztes Jahr, Überraschung im Café am Rande der Welt raus, habe ich auch gelesen. Und was ich da auch noch habe, ist dieses Buch, Wenn du Orangen willst, solltest du nicht im Blaubeerfeld suchen, glaube ich. Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld. Das ist einfach, davon hatte ich schon öfter was in meiner Insta-Story, einfach so ein Buch mit ganz vielen Sprüchen und Gedanken und so. Und da blätter ich öfter einfach irgendeine Seite auf und lese den Spruch durch. Ja, da sind halt super viele Sprüche drin. Das Buch finde ich auch richtig gut. Also wenn ihr sowas irgendwie toll findet, dann lest diese Reihe. Jetzt kommen wir schon zum letzten Buch. Vox. Das ist ein Buch, da geht es darum, dass die Regierung Frauen verbietet zu sprechen. Beziehungsweise die bekommen alle so einen Armband um den Arm und haben... lass mich lügen, 20 Wörter oder so am Tag, die sie sprechen dürfen und mehr nicht. Ansonsten bekommen sie so Elektroschocks und dann ist da halt eine Frau, die dagegen angeht, beziehungsweise sie ist Ärztin und halt super, super gut und wird einfach gebraucht und deshalb darf sie zwischendurch ihr Armband ablegen und so. Und ja, das fand ich auch richtig gut. Das hat meine Schwester gerade. Ich habe irgendwie nur den Umschlag. Jetzt kommen wir dazu, was ich im Moment lese. Ich habe ja nicht so einen ganzen Stapel an Büchern. Also einmal lese ich, das lese ich gerade wirklich aktuell, All Our Golden Dreams, die Fortsetzung von All Our Golden Memories, diese Hotel-Story. Dann eigentlich angefangen hatte ich The Book of Why. Das hatte ich vorhin erwähnt bei Schnelles Denken, Langsames Denken. Das finde ich auch wirklich gut und interessant, aber irgendwie lese ich im Moment so viel für die Bachelorarbeit, so Fachlektüre und deshalb habe ich gerade keine Lust, sowas zu lesen. Aber wenn ich mit meinem Bachelor durch bin, werde ich es auf jeden Fall weiterlesen. Dann im Sommer angefangen habe ich Things We Never Got Over, weil das ja auch auf TikTok voll gehypt wurde. Finde ich irgendwie noch nicht so gut. Also ich habe auch noch nicht so viel gelesen, aber... bin ich irgendwie noch nicht so reingekommen. Werde ich aber auch nochmal weiterlesen. Dann Algorithms to Live By möchte ich auch noch lesen. Habe ich noch nicht geschafft, habe ich auch zu Weihnachten bekommen. Und Jane Austens Emma habe ich angefangen zu lesen, weil ich dachte, das muss ich irgendwie mal gelesen haben. Und danach möchte ich Emma of 83rd Street lesen. Das ist so eine Neuaufmachung von dem Buch. Ja. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war mal was ganz anderes. Schreibt gerne in die Kommentare, wie das euch gefallen hat. Und euer Lieblingsbuch. Habe ich das schon gesagt? Oder habe ich das in einem der anderen 5 Versuche gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, in einem der anderen Versuche. Ich habe noch irgendwas vorhin gesagt, was ihr gerne schreiben könnt. Oh, ich habe ein Buch vergessen. Das lag hinter meinem PC. Und zwar... Mein Abendspaziergang auf der Suche nach Glückseligkeit. Das habe ich, wir bekommen immer so Zeugnisbücher. Halt seit ich mein erstes Zeugnis bekomme in der Schule, durften wir uns immer, wenn wir Zeugnisse bekommen, ein Buch aussuchen. Und das habe ich mir vor einem Jahr ausgesucht. Also meine Schwester ist noch zur Schule gegangen und dann durfte ich mir auch eins aussuchen. Ich habe das angefangen zu lesen und das ist komplett auseinandergefallen. Aber das Buch fand ich auch echt schön. Das ist, die Autorin hat einfach immer... hat so ein bisschen ihr Tagebuch veröffentlicht und manchmal steht halt viel drin, manchmal wenig und ja, das könnte man irgendwie auch ganz gut lesen so. Jetzt aber Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt, es ist jetzt 5:30, ich glaube, ich werde mich jetzt direkt ransetzen, das schneiden. Ich hoffe, mir gefällt's, weil sonst kommt es nicht online. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann kommt, glaube ich, ein Vlog. Den habe ich nämlich jetzt auch schon fertig. Hier ist so ein richtiger, wollt ihr es mal sehen, so ein richtiger Bücherstapel. Die kann ich ja... die kann ich jetzt alle wieder einräumen, denn eigentlich hatte ich schon meine ersten Kartons gepackt, weil ich hier ja bald ausziehe. Und dann dachte ich, ich muss schnell dieses Video drehen, bevor alle Kartons weg sind. Alle Bücher weg sind. Genau. Tschüss, bis nächste Woche.